Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play. Und zwar handelt es sich, wie ihr oben links in der Ecke sehen könnt, um The Awesome Adventures of Captain Spirit. Das Prequel, der Vorgänger, wie auch immer, zu Life is Strange 2, der übrigens vollkommen kostenlos auf Steam, also nicht Life is Strange 2, sondern Captain Spirit hier, ist vollkommen kostenlos auf Steam erhältlich und für jeden einfach runterladbar und spielbar. Also falls ihr Bock habt, guckt euch bei Steam einfach um. Ihr müsst nicht mal dafür was bezahlen, falls ihr es selber spielen möchtet. Und ich habe jetzt ultra Lust, dieses Spiel zu spielen. Ich habe mich null gespoilert. Und mit null meine ich wirklich vollkommen 0,0. Das heißt, ich habe keine Ahnung von der Story. Ich weiß nicht, wie sie verlaufen wird. Ich weiß nicht, ob das traurig, schön, lustig, wie auch immer sein wird. Das Einzige, was ich bis jetzt gemacht habe, ist in den Optionen bei den Einstellungen, die Videoeinstellungen entsprechend angepasst, dass das alles so funktioniert, beziehungsweise Audio habe ich auch ein bisschen rumgeschraubt, damit ich dann beim Schnitt nicht so viel Ärger habe. Und ich habe das Ganze natürlich auf Deutsch gestellt. Wir haben allerdings, das Audio ist Englisch, habe ich bemerkt, denn ich habe schon mal kurz reingeguckt, aber nicht sehr weit, nur bis zu den ersten Momenten, als er auch wirklich spricht, um zu gucken, ob alles flüssig läuft, wenn ich denn aufnehme. Und da hat er Englisch gesprochen und deutsche Untertitel. Aber solange wir Untertitel haben, können wir es verstehen. Und liebe Leute, ich bemerke gerade, dass ich das Ganze ja eigentlich mit einem Controller spielen möchte. Moment, den muss ich erstmal auspacken. Beziehungsweise nicht auspacken, sondern ich muss ihn entfesseln. Ich könnte natürlich jetzt die Aufnahme abbrechen, aber das wäre ja vollkommen professionell. Und deswegen schieben wir die Tastatur beiseite und... Ah, da ist der Controller. Sehr gut. Und ich würde sagen, genug geschwafelt. Ich freue mich schon unglaublich auf das Spiel. Ich habe in dem kleinen Vorspann gesehen, wie wir auch hier im Startbildschirm sehen, dass es sich um eine Winterwunderlandschaft handelt. Und da wir jetzt bald Winter haben, beziehungsweise schon der Winter angebrochen ist... Oder ist das schon? Ich weiß es nicht mal. Da wir bestimmt irgendwann jetzt dieses Jahr nochmal Winter haben werden und vielleicht sogar Schnee, passt das als kleine Einstimmung hervorragend dazu und als kleines Prequel zu... Life is Strange 2, worauf ich sehr, sehr, sehr gespannt bin und mich auch schon unglaublich drauf freue. Aber genug gequasselt, liebe Leute. Ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel. Und damit sage ich viel Spaß mit The Awesome Adventures of Captain Spirit. Somewhere in the desert, there's a forest and an acre before us. But I don't know where to begin. But I don't know where to begin. Again, I lost my strength completely. Oh, be near me, tired old mare with the wind in your hair. What is this planet? I don't know. We've never been here before. Maybe we're on the edge of the universe. Hey, cool. Let's see if we can find some aliens. Hey, the ground is moving. The planet's gonna eat us. We have to get back to the ship right now. Then let's get the heck out of here. Oh no, the control panel's not working. We're stuck in the middle of nowhere. Hold on. Let me just give you a hand. You have
It's a miracle! No, it's just me, Captain Spirit, who can bend all matter to his will. I did it. I still got the power. Now I just need to make a cool costume for Captain Spirit. Gotta have a cool cape to fly. Good thing I have one. Mask or no mask? Secret identity or not? Süß. Ich glaube, ich bin für Maske. Oder Helm? Helm ist sicherer, ne? Nee, wir nehmen Maske, weil Secret Identity ist cooler. Yep, looks cool so far. Let's see. What about the armor? Leichte Rüstung, schwere Rüstung. Mit schwerer Rüstung sind wir natürlich mehr geschützt, aber leichte Rüstung lässt uns beweglicher sein. Ich glaube, ich nehme leichte Rüstung. Beim Helm hätten wir schwere Rüstung besser nehmen können. So cool. Should he be dark or colorful? Ich glaube, ich bin für dunkel. Ich nehme die ganze Zeit die linke Seite. Ist das irgendwie... Sagt das was über mich aus? Ich weiß es nicht. Na, der kann jetzt schon besser zeichnen als ich in meinem ganzen Leben. Beware, Mantroid. Oh Watch ja. Out. Schwarz-rot. Captain Spirit is ready for battle. Oh mein Gott, als würde er mich kennen. All meine Tattoos sind schwarz-rot, weil ich diese Kombination liebe. The Awesome Adventures of Captain Spirit. Ach krass, hätten wir die farbenfrohe Variante genommen, hätte es dann in Gelb Hello, dargestanden? Saturday morning. I can do anything I want today. Weil wir haben ja im Startbildschirm steht das Ganze ja so in Gelb da. Und jetzt haben wir... I can do a training session with my power. Und da haben wir jetzt Rot. Aber sehr cool, das passt. Das passt einfach perfekt. Tattoo. Okay, was haben wir da? Tattoo? Y ansehen? It is time for my secret tattoo. Only my team will know what it means. Können wir es nicht nehmen? Zeichnung? Was ist hier? Ansehen? Watch out, supervillains. Today I make my own superhero costume. Filter? Nee, Flyer. Filter. Man, I wanted to go to that. But Dad had to watch the playoffs. Super Comicladen, Spielzeuge, Comics und Spiele. Angebot 10-50% Rabatt. Super Comicladen in der 11th, 8th Eugene, Oregon 97401 am 1. und 2. Dezember. Super Comics, 1. und 2. Dezember kommt noch, das schafft ihr. Super, für weitere Details www.supercomics.super. Ich bin gerade echt gespannt, ob es die Adresse wirklich gibt, ob sie sich die Mühe gemacht haben, die zu erstellen. Every superhero team needs a supervillain team. Warum ist der Supervillain schwarz-rot? Was soll mir das sagen? Und links ist der Bär, das Krokodil und so. Ist cool. Was ich hier cooler finden würde, wäre, wenn die Sachen, die wir schon angeguckt haben, nicht mehr anwählbar wären, sodass es leichter wäre, einen Überblick zu behalten. Ist da unten Tasche? Warte mal. Ja, ich kann auch nichts Neues hier machen, ne? Die Zeichnung kann ich nur ansehen. Was war gerade? Ich habe es nicht mehr gesehen. Tasche? So glad I did my English homework already. Miss Stroud's pretty nice. And she likes my stories. Geheime Karte. The secret treasure is buried out there in the wild. Now I have to locate the second part of the map. Guck mir gerade die Karte an. Hell Volcano. Forest of Trolls.
die Algenfelder, der grüne Laufmann, sieht aus wie ein Riesenbrokkoli. Ihr seht der Dunkelheit. Homebase, okay. Das ist richtig cool. Ich will wieder ein Kind sein. Sorry, you're too cute to fight evil. Du musst ihm nur eine Rüstung anziehen, dann ist er nicht mehr too cute. I hope I can draw as good as mom someday. As good as mom? Chris, da du mein ganz eigener Superheld sein wirst, ist dieses Buch ein guter Anfang. Du kannst alles sein, was ich nicht bin. Ich kann es kaum erwarten, für den Rest meines Lebens zuzusehen, wie du die Welt rettest. Ich liebe dich für immer, Supermama. Oh, ist das süß. Basketball? It'd be cool to shoot like that. Der ist ein bisschen klein, oder? Wir werfen ihn trotzdem mal. Aber nur gut fürs Zimmer reicht es ja vollkommen aus, ne? Airball. I should ask Dad to show me again. Haistachel? Breakfast. Be right there. Here comes the shark stinger. Jetzt müssen wir auch noch reagieren, so schnell auf Sachen. Ooh, the shark stinger is looking for victims. Ich habe mir jetzt hier übelst viel Zeit gelassen. Look out, here comes the evil car. That pedestrian better get out of the way. Eingreifen? Wie mache ich das denn? Nichts tun? Hä? Verwende LT und wechsel die Kraftreaktion. Ach so. That was your last ride, Shark Stinger. Yes, Captain Spirit saved us. You'll never run over anybody again. Chris, I mean now. Yeah. Give me one second. Ich will doch noch gucken. Nein, ist er nicht. Ich will noch gucken. This isn't greedy, right, Santa? Plus, Dad will love that I want basketball lessons. Lieber Weihnachtsmann, ich denke, ich war dieses Jahr lieb. Hier ist meine Liste für Weihnachten. Hotdog Adventures Playbox, das kennen wir vom T-Shirt von Chloe. Playbox Konsole, schwarz. Zeichenpapier und Stifte farbig. Irgendwas durchgestrichenes, können wir gleich nochmal gucken. Basketballunterricht mit freundlichen Grüßen, Chris. Nee, das können wir nicht sehen. Irgendwas mit P oder so? Oder war es auch ein B und der hat sich nur verschrieben? Keine Ahnung. Ihre Feuerwerkskörper? Dad took away my firecrackers when I blew up the garbage can last year. Oh yeah. I wonder where he hid them. At least the forest warrior protect me from the snow ghost. Es gibt auch noch einen Schneegeist. Ich will das Wikingerbuch da unten. Wie mache ich das denn? Da war es gerade. Nein. Dad took away my firecrackers when I blew up the garbage can last year. I wonder where he hid them. What kind of a Viking would I be? Ralph der Wikinger. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Kennen wir das auch? Von Chloe irgendwie oder woanders her? Also das Ganze spielt hier im Universum von Life is Strange. Dad said he was gonna fix that last month. Right. Sind die Eltern geschieden? Chris, I mean now. Only my brainwaves can activate the monitor. Habe ich jetzt dadurch Zeit geschonen? Ich will auch nur ein bisschen essen. Ja! Ach, wie cool. Jeez, good job, Chocolate Hog. Oh. Chocolate. Thanks, Claire. Ich habe gedacht, wir können den echt jetzt jeden Tag aufmachen oder so. Oh.
Gotta have a super cape. Only Captain Spirit can wear it. Zieh ihn an! Warum zieht's nicht an? Was war denn da gerade schon wieder? I could take over the town with this army. Or the world. Pantoffeln? Kann ich die anziehen? No superhero should wear those. But they're so comfy. Die sehen auch so super. I'm gonna kick your ass if I have to come get you! Damn it. Ey, beruhig dich mal. Ich kann doch jetzt nichts mehr angucken. Ach, Menno. Aber wir können noch mal aus dem Fenster gucken. If I don't go, Dad's gonna be super mad. Guck mal, das ist ein... Was ist denn das da hinten? Ach, das ist ein Lagerfeuer oder so? Ich weiß nicht. Oh, ein böser Schneemann. Den gucken wir uns hoffentlich dann auch an. Okay, dann gehen wir erstmal zu unserem Vater. So lange war es ja nun auch nicht, wie wir gebraucht haben. Hey, Chris, you better come to breakfast when I holler at you, or else we're gonna have a problem. But I... Don't. This isn't a hotel, buddy. I got things to do. Aber das Essen ist doch noch gar nicht fertig. Wozu müssen wir jetzt hier sitzen und warten? Na gut, so lang war es ja nicht. What'd you expect, a waffle? It's good. Oh, you can lie better than that. Dad, I'm not lying. It's just the eggs are good. Listen, buddy, you won't hurt my feelings if you don't love my eggs. I know this doesn't compare to your mother's breakfast. You know what? I'm gonna watch some cooking shows and learn how to be a super breakfast chef. And you could be my official food taster. Deal? Yeah. Okay. Sollen wir ihn darauf ansprechen, dass er trinkt? Ich bin mir nicht so sicher. So, Dad, what's the big plan for today? Big game plan. Even though we'll probably lose again. Gotta get rid of that coach. Today, I bet we win. Now, that's the fucking spirit. Sorry. Don't swear, okay? I don't. Superheroes don't swear. Looks like I'm off the team. Nah. You're cool. Like a rebel. Hey, is your arm okay? Looks better. Anybody ask you about it or say anything at all? Hat er uns geschlagen oder so, oder? Ich sag mal, dass es weh tut, weil es sind ja schon harte blaue Flecken, ne? Well, it kind of hurts a little. Really? I can give you an ice pack and maybe one of my pills. No pain and no swelling. It makes me sad that you got hurt. It's not that bad. I'm fine. Okay. Won't bother you anymore. So you must be excited for Christmas. Jeder freut sich auf Weihnachten, oder? Oder fast jeder zumindest. Doch nicht jeder. Wenn ich jetzt... Ist egal. I'm always excited for Christmas. Hint, hint. I was hoping Santa might maybe get me a new console since mine is broken. Then Santa needs to get me a new job. It has to be a console.
The basketball costs $10. Okay. Oh, since it's Saturday, are we gonna get a Christmas tree? You said we could get a real pine. Yes, I did, and yes, we are. But I just want to watch the game before we go, okay? But you always fall asleep. I won't today. And if I do, just wake me up and we'll go. Promise. Okay. You promise? I do. Now go take advantage of your weekend. Perfect weather outside for you to play. Whatever. You're free. Come grab me later. Hätten wir ihn aufs Trinken angesprochen, hätte er das vielleicht nicht gemacht, oder? Also das jetzt aus dem Schrank geholt? Okay, what would Captain Spirit do? Drücke für meine Super-Aufgabenliste. Jetzt kann ich Captain Spirits Kostüm erstellen. Vielleicht finde ich, was ich brauche in der Nähe. Ah, die Maske. Und das ist ja richtig cool. Captain Spirit Schatz ist hier irgendwo vergraben. Ich muss die beiden Teile der Karte zusammenfügen und den Weg zu finden. Okay, die müssen wir aber erstmal finden, die andere Karte, ne? Ich kann meine Zielsicherheit mit diesen gefährlichen Bierdosen trainieren. Dann können wir die bestimmt einsammeln. Der Schneebeschwörer will unsere Stadt zerstören. Der Schneemann draußen. Nur ich kann ihn aufhalten. Ich wette, Mantroid versteckt sich noch auf seinem Planeten. Mit meinem kompletten Anzug könnte ich mein Raumschiff benutzen und ihn finden. War das nur eins? Ja. Mein Superhelden-Team ist stark. Doch ich behalte Mantroid und seine Superschurken besser im Auge. Ich könnte Mustard mal die 2 spielen, aber dafür muss ich erst Papas Handy entsperren. Oh, das klingt nicht so gut, ne? Ich kann mich dieses Mal nicht vom Wasserfresser besiegen lassen. Ach krass, liebe Leute, aber bevor wir weitermachen, ich bin ja echt voll begeistert davon, wie viele Möglichkeiten es jetzt hier in diesem kleinen Ding gibt. Ich weiß auch nicht, wie viele Folgen das alles umfassen wird. Ich will auf jeden Fall alles sehen, alles ausprobieren. Und ich bin echt gespannt, wie sich das mit unserem Vater hier entwickelt von der Story her. Denn was ist das für eine Verletzung am Arm? Haben wir die vielleicht nur beim Training bekommen, so wie das halt manchmal ist und eigentlich gar kein Drama? Oder hat er uns vielleicht im Suff irgendwie härter angefasst, geschlagen oder was weiß ich, was er getan haben könnte? Vielleicht erfahren wir es leider noch, je nachdem, was es sein wird. Ich möchte den Vater aber noch nicht zu hart verurteilen, denn wir sehen ja, dass offensichtlich eine Scheidung oder eine Trennung vorliegt. Je nachdem, was es ist, ist ja auch vollkommen egal. Eine Scheidung macht es nur finanziell, glaube ich, schlimmer. Ansonsten, obwohl, wenn man eine Hochzeit ist, ist egal. Ich bewerte das jetzt nicht. Beides ist schlimm. Und wenn er gerade so runtergezogen ist von der Trennung, dann kann ich das richtig nachvollziehen und dass er sich da auch dem Alk hingibt und sowas. Deswegen will ich ihn nicht vorverurteilen für etwas, von dem wir nicht wissen, was er hat. Selbst wenn er auch aus anderen Gründen Alkoholprobleme hat, will ich jetzt nicht sagen, er ist der schlechteste Vater der Welt. Liebe Leute, wir verfolgen die Story in den kommenden Episoden mal ein bisschen weiter und ich bin echt gespannt, wie sich das entwickelt. Jetzt bin ich auf jeden Fall hellauf begeistert von dem Ganzen, was wir hier machen können. Und ich würde sagen, wir sehen uns übermorgen in der nächsten Folge von Let's Play The Awesome Adventures of Captain Spirit. Bis dann. Tschüss.